Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich über dieses Thema sprechen darf. Es wird so eine Kombination von Vortrag und Lesung. Also ich werde ein bisschen was auch aus dem Buch lesen. Wobei das werden teilweise auch Zitate von Kühlerwind sein und dann teilweise auch mein eigener Text. Ich haderte vom Anfang an damit, ob man überhaupt eine Biografie schreiben darf, was Georg dazu sagen gesagt hätte, hätte wahrscheinlich eher den Kopf geschüttelt, lass das. Er hatte einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, manche werden das kennen, mit dem Titel Die dritte Person, wo er sagt, rede nie über einen Menschen in der dritten Person. Die dritte Person ist nicht anwesend. Ich und du, wir sind anwesend. Wenn wir über jemanden, übrigens, dann sagen wir meistens auch Schlechtes. Also über die dritte Person wird unglaublich viel Schlechtes gesagt, aber er sagte nicht einmal Gutes. Sollte man über die dritte Person reden, weil das heißt, er ist nicht da. Eine meiner Entschuldigungen dafür ist, dass während des Schreibens ist es mir immer wieder gelungen, in eine Art Dialog mit Georg zu kommen. Und die andere ist, wie Wolfgang das angesprochen hat, sein Lebensgang ist dermaßen einzigartig und lehrreich, dass wir das uns nicht vorenthalten sollten. Ich kenne niemanden, der so konsequent den Übungsweg gegangen wäre und der dadurch tatsächlich durch sein Leben, auch durch sein Werk, aber noch mehr durch seine Wesenheit, gezeigt hat, dass es möglich ist, den Übungsweg konsequent zu gehen und dass sich dabei der Mensch sich verwandelt. Er war mit 80 unbeschreibbar weiser und güter geworden, als er früher war. Nicht, dass er es irgendwie vorgespielt hat, das hat man gesehen, wenn man ihn lange gekannt hat. Und das ist völlig unglaublich. Ich kenne zwar einige Menschen, die sich auch bemühen und die sich auch verwandeln. Und dazu komme ich noch ganz am Ende des Vortrags. Aber bei ihm war das einzigartig. Und das andere, was bei ihm ganz einzigartig ist, in der ersten Hälfte des Buches ist viel Rede über seine Jugend. Und da spricht man viel über die Umstände. Bei jungen Menschen ist das sehr wesentlich. Was hat er gelesen? Was wird der Familienumkreis, Freundeskreis und so weiter? Aber dann irgendwann ist das überhaupt nicht mehr relevant, seine Umstände, weil er hat sich vollständig unabhängig gemacht von jeglichen Umständen. Er hat sozusagen seine Umstände selbst bestimmt. Wenn er sein Höhenflug, geistiger Höhenflug, also die stärkste Aufwärtstrend, das war die übelsten kommunistischen Jahre in Ungarn. Da haben sich viele Menschen mit allerlei Sachen beschäftigt, aber nicht damit, aber er schon. Und damit hat er auch gezeigt, für einen freien Menschen gibt es keine Umstände. Natürlich, bei jungen Menschen ist es anders. Junge Menschen können die Umstände schon hindern. Und das ist dann die Verantwortung der älteren Menschen, etwas dazu tun, dass Kinder und Jugendliche nicht so verhindert werden, dass sie nicht in die Lage kommen, selbst freie Wesen zu werden. Aber das ist nicht, also, dass wir das selten werden, das liegt dann teilweise auch an uns. Und das ist dann auch unsere Verantwortung. Der andere, warum ich unbedingt den Georg reden wollte, weil er war jemand, der ständig, schon seit Jugend auf der Suche nach der Essenz des Lebens war. Ja, mit einer solchen Intensität, die sehr selten, aber andere hatten das auch, insbesondere zu diesen schwierigen Zeiten. Es gab aber wenige, die dann so weit gekommen sind wie er, dass er nicht nur Ahnungen und Grenzerlebnisse hatte, wie viele junge Menschen, insbesondere in den schwierigen Zeiten, sondern er hat dann auch den Mut und den Willen, diese Grenzen zu überschreiten. Und das ist sehr selten. Das ist extrem selten. Aber ich hoffe, dass es weniger selten wird in der Zukunft. Ich möchte jetzt mit einem kurzen, ein paar Zeilen vorlesen aus einem ungarischen Volksmärchen. Erstens einmal, weil der Georg
war wie ich ein Ungar, also sein eigentlicher Name war György Székely, wie das viele wissen, aber als er angefangen hat zu publizieren im Westen, aus dem Kommunismus heraus, das war natürlich nicht möglich, und er hat sich diesen Künstlernamen Kühlerwind aufgenommen. So gesehen passte ein ungarisches Volksmärchen ganz gut, nur ein paar Zeilen, keine Angst. Es geht, ich erzähle nicht das ganze Märchen, ein Junge, eine Prinzessin wird von einem Drachen geraubt und ein junger Mensch geht, Johannes geht, um die Prinzessin zu befreien und stellt sich in den Dienst des Drachen. Im Stall des Drachen gab es ein klappriges, hinkendes Pferd und der Drache befahl Johannes, das Pferd zu pflegen, aber so zu pflegen, dass falls dieses etwas wünsche, sollte er ihm diesen Wunsch keinesfalls erfüllen, sondern ihm immer etwas anderes geben. Das ist ja einfach, dachte sich Johannes und ging in den Stall. Na, so ein Pferd hatte er noch nie im Leben gesehen. Nur Haut und Knochen, es konnte nicht mehr aufstehen, lag am Boden und ächzte jämmerlich. Johannes brachte ihm Heu, doch das Pferd beachtete das Futter nicht. Er brachte ihm Hafer, doch auch damit hatte er kein Glück. Das Pferd wollte es nicht. Iss doch, du elendes Geschöpf, damit du zu Kräften kommst, versuchte Johannes, das Pferd zu überreden, doch vergebens. Auf einmal begann das Pferd zu sprechen. Ich sehe, du hast ein gutes Herz, aber du fütterst mich mit Heu und Hafer, und das ist vergeblich. Das ist nichts für mich. Na, was soll ich dir geben? Fragte Johannes. Brennende Glut, mein Junge, aber so viel wie möglich. Klarerweise ist dieses jämmerliche Pferdchen das Bild unserer Seele. Und solange wir unsere Seele mit Hafer und Heu füttern, nützt das nichts. Die Nahrung der Seele ist die brennende Glut, das Feuer des Geistes. Und dieses Feuer hat Kühlerwind lebenslang gesucht und auch gefunden und auch weitergegeben. Noch ein bisschen über seine Kindheit. Er hatte eine Kindheit, die man üblicherweise als glückliche Kindheit nennt. Ich bin vorsichtig damit, weil ich mich erinnern kann, als meine eigene Kindheit und Jugend, die auch glücklich genannt werden kann. Als Kind habe ich das keineswegs immer nur so glücklich erlebt und ich habe damals sogar eine Gelübde abgelegt. Nenne dich nie, sag nie später, was für eine glückliche Jugend du hattest. Und ich muss jetzt trotzdem gestehen, ja, eigentlich, das war eine glückliche Jugend, aber das heißt nicht, dass man ständig glücklich ist als Kind, überhaupt nicht. Aber es war eine sehr gebildete Familie in einer sehr lockeren Atmosphäre, eine sogenannte assimilierte jüdische Familie, die damals sehr üblich war. Das muss man auch wissen, wobei in Wien muss man das nicht lange erklären, wenn man die Welt von gestern von Stefan Zweig gelesen hat, was er über Wien zeigt, das gilt zumindest 80% oder bis 90% für Budapest diese Zeit auch. Also nach dem Ausgleich 1876, vorher war es sehr übel, die Ungarn und die Österreicher haben einander ordentlich verkracht, wie Sie das wissen. Wir haben das in der Schule so gelernt, hier lernt man das vermutlich nicht ganz so, dass die bösen, bösen Österreicher haben den Unabhängigkeitskrieg des armen und heldenhaften Ungarns unterdrückt, das stimmt schon teilweise. Auch wie, weil das ist irgendwie eine Schweinerei, weil die Ungarn waren in jeder Hinsicht unterlegen. Solche Kriege gibt es heute auch. Aber sie haben sich unglaublich tapfer gehalten, bis die Österreicher die Russen nicht, das weiß man nicht wahrscheinlich, die Russen nicht zu Hilfe geholfen hat. Und dann ist das war ein anderer Russe, also ein russischer Zar, ist mit einer Mannschaft und 100.000 Menschen an der ungarischen Grenze aufmarschiert. Und das war damals, also die Ungarn waren 10.000.
Und dann hat sich der Oberstbefehlhaber General Görgey ergeben, wofür er bis heute als Verräter gilt. Er hat in eine mehr oder weniger freiwillige Verbannung nach Klagenfurt gezogen. Also Klagenfurt ist offensichtlich ein Verbannungsort, wo auch eine ganz kleine Straße nach ihm genannt ist. Also die Ungarn konnten es ihm nie verzeihen, dass er mit seinen 10.000 Mann nicht wild gegen die 100.000 Russen losgekämpft hat. Die Russen waren sehr großzügig und haben freies Geleit und alles versprochen, wenn sie die Waffen niederlegen. Die wollten nicht kämpfen, die waren so eine Höflichkeits- oder Freundschaftstat gegen den Habsburg, den Kaiser. Sie waren froh, dass es dann Kämpfe mehr gab. Aber nach 1876, nach dem großen Ausgleich, früher war es übrigens Früchte. 67, ja, ich verdrehe die Zahlen wie alle Ungarn immer, weil im Ungarischen sind sie umgekehrt. Ja, danke schön. Vorher war übrigens eine ganz furchtbare kleine Diktatur, wo man Menschen zum Tod verurteilt und auch exekutiert hat, alles. Aber nachher gab es einen Riesenaufschwung, kulturell, geistig, künstlerisch, in jeder Hinsicht. Und Georg ist 1924, also schon nach dem Ersten Weltkrieg, geboren. Aber diese Atmosphäre hat noch den Ersten Weltkrieg mehr oder weniger überlebt. Und bis dann die 30er Jahre war ein sehr hohes kulturelles, soziales Leben in Budapest vorhanden. Und darin ist er aufgewachsen. Er hatte ein österreichisches Gouvernement, also hatte sehr gut Deutsch schon als Kind gelernt. Hat Klavier gelernt von einer Tante, die sie sehr geliebt hat und deren Tod dann später auch dazu geführt hat, dass er dann mit dem Klavierspielen aufgehört hat, zumindest in dem Sinne. Er wollte mit 17 noch Pianist werden, also das war sehr ernst. Und er hat gelesen und gelesen und gelesen. Er hat natürlich sehr viel Literatur gelesen, aber auch schon ziemlich früh zum Beispiel Psychoanalyse, Freud und Jung. Er hat die Psychoanalyse dann ziemlich bald wieder verlassen und dann auch immer wieder auf ihre Grenzen hingewiesen. Das heißt, nicht heißt, dass jetzt er das irgendwie verteufelt hätte, aber er hat ziemlich genau gesehen, wo die Grenzen von der Psychoanalyse ist. Aber er hat etwas ganz Wesentliches schon sehr früh von der Psychoanalyse gelernt, was er so formuliert hat: Ich habe gelernt, dass das Leben kein rationales Phänomen sei. Und Jung schreibt darüber mehrmals, dass viele, wenn nicht die meisten seiner Patienten, solche Menschen waren, die tatsächlich das geglaubt haben, man könnte das Leben rational leben. Und wer das wirklich versucht, wird Patient. Das geht nicht. Das Leben ist kein rationales Phänomen. Er hat zum Beispiel auch Karl Marx gelesen, das damals natürlich noch eher verboten oder zumindest unerwünscht war. Und das hat ihm dann auch viel geholfen, in den kommunistischen Zeiten sich richtig einzuordnen und heftig abzulehnen, als man das aus dem Marxismus dann eine Staatsreligion machen wollte. Aber Marx natürlich als Analyst des kapitalistischen Systems, der war ein hervorragender Wissenschaftler. Er hat gesagt, Marx war ein hervorragender Diagnost, aber ein schlechter Arzt. Warum er schlechter Arzt war, das ist bis heute ein großes Problem, auch in anthroposophischen Kreisen. Er hat eigentlich sehr viele Probleme und Unmenschlichkeiten. Marx hat das sehr gestört. Er hat sehr darunter gelitten, wie unmenschlich die Arbeiter in England etwa damals gelebt haben und wollte das ändern. Aber die Medizin, die er verordnet hat, war der ewig dauernde Klassenkampf. Das heißt, er wollte die Gesellschaftsstruktur ändern, ohne den und gehofft, dass dadurch ändern sich die Menschen. Und das geht leider nicht. Böse, egoistische Menschen können keine gute, humanistische Gesellschaft machen. Das ist heute auch kaum bekannt. Die meisten Anstrengungen, die in der Öffentlichkeit
stattfinden, gehen in die Richtung, man will die Strukturen ändern. Ich habe nichts dagegen, wenn man die Strukturen verbessert. Aber es muss uns klar sein, solange ich egoistisch bin, ist meine Gemeinschaft, worin ich lebe, bleibt zumindest durch mich egoistisch geprägt. Der Mensch muss sich ändern. Solange sich wir nicht den Willen aufbringen, uns selbst zu ändern, werden wir keine menschliche Gesellschaft machen können. Und das sehen wir heute. Das sehen wir heute, und das finde ich übrigens, das ist der gute Teil an diesen schwierigen Tagen, die wir heute erleben, dass das sieht jetzt heute fast ein jeder, etwas stinkt im Reich Dänemark. Was genau stinkt und vor allem, wie wir damit umgehen, das wissen die meisten Menschen nicht. Aber zumindest die Illusion, dass alles in Ordnung ist, die ist gestorben in den letzten Jahren. Und das finde ich gut. Jede Illusion, die weg ist, ist ein Gewinn. Wir lieben Illusionen. Die wichtigste Illusion, die wir am spätesten oder am wenigsten gerne freigeben, ist die Selbstverliebtheit. Daran halten wir bis zum letzten Atemzug fest, außer wir sehen ein, nein, Selbstliebe muss auch weg. Also zurück zu Kindheit, das war eine sehr bereichernde Kindheit. Er hat auch Béla Bartók kennengelernt, seine Klavierlehrerin, diese Tante Joli, die war Schülerin von Bartók, und Bartók hat jede Woche für ein paar Stunden ehemalige Schüler eingeladen, die jeweils einen Gast mitnehmen durften. Manchmal war das Georg. Und diese Begegnung mit Bartók war eine lebensprägende Begegnung. Ich glaube vorwiegend deshalb, weil Bartók eine unvorstellbare Präsenz haben musste. Im Buch ist eine Geschichte, meine Geschichte. Ich hatte eine über 70 Jahre alte Gesanglehrerin, wo ich ein paar Jahre Gesang gelernt habe. Und meine Gesanglehrerin war damals über 70. Sie war eine Auschwitz-Überleberin, hatte ein unglaublich schwieriges Leben, war ein unglaublich lustiger, lebensfroher Mensch, aber schon mit einem tragischen Zug auch. Und sie erzählt mir einmal, stellen Sie sich vor, sie hat die Musikakademie besucht damals, wo Bartók auch Professor war und Kodály und andere. Sie hat Bassgeige studiert und sie sagt, stellen Sie sich vor, bei einer Prüfung war Bartók dabei. Und ich habe gespannt gewartet, na und was hat er gesagt? Das war die Geschichte. Eine 70-jährige Frau mit einem unglaublichen Lebenslauf, mit Tränen in den Augen erzählt, Bartók war da. Und das gibt viele, viele Anekdoten darüber. Menschen, die ihn nur gesehen haben, waren schon glücklich. Er war übrigens, jetzt abgesehen von seinen musikalischen und wissenschaftlichen und so weiter Leistungen, die weltweit bekannt sind, er war ein unglaublich moralischer Mensch. Bartók war, als die Nazi-Zeiten kamen, nur kamen, also war noch nicht da und es fing schon an und man hätte ihn natürlich ganz gerne vereinnahmt. Also er war der große Kenner der ungarischen Volksmusik, super, das wäre ein gutes Aushängeschild. Nicht mit ihm. Er war so konsequent, er hat das Land verlassen. Und das ist sowas von Tragisches. Ja? Der größte Patriot dieses Landes wurde vertrieben von den Nationalisten. Das ist, ob das heute so anders ist, bleibt hingestellt. Und er hat in dieser Zeit auch seine künftige Frau Anni kennengelernt. Er war 17 und Anni war 13. Und ihre Eltern waren dementsprechend wenig begeistert und eine Weile musste Georg so allerlei Bemühungen übernehmen, um ihr näher zu kommen, was er selbstverständlich geschafft hat. Junge Liebende schaffen das immer. Da gibt es viele Anekdoten, die ich jetzt nicht erzähle. Aber Anni hat, die war schon über 90, lachend erzählt, dass bei ihrem ersten Rendezvous Georg ihm brillant
bewiesen hat, warum es einen Gott nicht geben kann. Und die 13-jährige Annie, sowohl tief religiös als auch tief verliebt, war gelinde gesagt tief beeindruckt. Aber die Geschichte ist mir deshalb wichtig, weil ich fast vermute, dass wenn ein junger Mensch nicht über diese Phase geht, kommt er auch nie zum Gott. Das ist dieser Atheismus eines Teenagers, das muss man sehr, sehr respektvoll behandeln, weil darin drückt sich meistens aus der Wille nach Freiheit und die Ablehnung von alles, was von oben kommt, was scheinheilig ist, was von den Erwachsenen an junge Leute aufgezwungen wird. Und das wird alles negiert und das ist gut so. Und das ist vermutlich ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt. Aber kurz danach fangen sie an, gemeinsam die Universitätsvorlesungen, also sie sind noch Schüler, von Karl Kerényi zu besuchen. Karl Kerényi ist, glaube ich, auch ein bekannter Name. Er war auch Ungar und lebte damals noch in Budapest und hat über die griechische Mythologie, er war weltweit einer der größten Kenner der griechischen Mythologie, aber nicht nur Kenner irgendwie auf abstrakte Weise, sondern was an Kerényi wirklich spannend war, er hat in der griechischen Mythologiewelt gelebt. Und er hat deshalb auch, also er konnte ziemlich gut nachvollziehen, was die alten Griechen garantiert konnten, nämlich, dass für sie ihre Götter eine Realität waren. Kerényi sagte auch, jetzt stellt euch vor, sie hätten das so erfunden. Wenn wir heute so etwas Kompliziertes erfinden würden, wie die griechische Mythenwelt, dann würden sie uns ständig vertun. Und wir würden, ja, jetzt welchen Gott meinst du? Nein, das ist nicht der Pallas Athen, das ist der Apollo. Keine Spur davon. Keine Spur, dass bei Homer oder irgendwo in einer besseren Quelle, dass je ein ordentlicher Grieche sich geirrt hätte, welche Gottheit jetzt zu ihm spricht. Als Odysseus nach 20 Jahren, 10 Jahre Krieg, 10 Jahre herumfahren auf dem Meer, nach Hause kommt, im Schlaf in Ithaka, wacht auf, als Bettler, alles verloren, kommt ins Gespräch mit einem Hirtenjungen, und plötzlich wird dieser Junge durch überirdische Schönheit übergossen und Odysseus weiß, jetzt spricht nicht mehr dieser Hirtenjunge zu mir, sondern Pallas Athene. Aber er fragt nicht, bist du das? Er weiß das. Ja, woher weiß? Das ist denn, sie wissen das. Das ist für sie eine Realität und für Kerényi auch. Und jetzt die junge Annie und der junge Georg natürlich jahrelang leben in dieser Atmosphäre. Atheismus ist natürlich schon längst vergessen, weil zumindest die griechische Götterwelt zunächst wird für die beiden eine Realität. Und ich will jetzt darüber nicht zu lange weiter reden. Dann kommt aber eben die Kriegszeit. Und das ist auch eine schöne Geschichte. Als ich mir vorgenommen habe, dieses Buch zu schreiben, dann wusste ich noch nicht, dass Kühlerwind mit 20, also 19. März 1944, wurde Ungarn von den Deutschen besetzt. Bis dahin war Ungarn eine der treuesten, wie sagt man das, Handlanger von Hitler und Co. Aber dann haben sie natürlich schon eine Weile gewusst. Die ungarische Führung, ganz kurz, ich habe keine Zeit darauf einzugehen, die waren schon rassistisch, nationalistisch, antisemitisch, aber sie waren keine Massenmörder. Also sie waren überhaupt nicht begeistert von den Konzentrationslagern. Sie haben nicht besonders, aber doch ein bisschen die Deportierungen verzögert. Zum Beispiel aus Budapest wurde bis die Besetzung des Landes noch kaum jemand deportiert, auf dem Lande schon manche Leute. Und Horthy hat das irgendwann, nicht er hat das erkannt, er war nicht besonders ein Leuchtturm, aber seine Leute haben das erkannt, wir müssen dringend aussteigen, weil es der
klügeren Menschen aus der Führung in Ungarn schon klar war, es geht nicht darum, ob Deutschland noch den Krieg gewinnt. Es geht nur darum, von wem lassen wir uns besiegen, von den Russen oder von den Amerikanern. Und sie wollten natürlich von den Amerikanern besiegt und befreit werden, nicht von der Sowjetunion. Und deshalb gab es auch Verhandlungen, streng geheime Verhandlungen. Zum Beispiel Albert Szentgyörgyi, der Erfinder der C-Vitamine, ein Nobelpreisträger, hat an solchen Verhandlungen teilgenommen. Aber die Engländer und Amerikaner, die Anglosachsen, wie sie damals hießen, sie waren ziemlich ablehnend. Sorry, zu spät. Welt ist schon aufgeteilt. Ihr gehört zur sowjetischen Zone, was auch passiert ist. Die Ungarn können natürlich bis heute den Österreichern auch nicht entschuldigen, dass den Österreichern es in 1945 dann gelungen ist, aus dieser Umarmung der Sowjets herauszukommen, was die Ungarn ein Jahr später versucht haben, aber ohne Erfolg. Aber so weit sind wir noch nicht. Und Horthy war einfach feige und anstatt einfach auszutreten und sich gegen Deutschland zu wenden, hat versucht, Hitler zu überzeugen, dass es ganz nett wäre, wenn jetzt Ungarn bitte höflichst aus dieser Verpflichtung entlassen werden könnte. Die Antwort war, dass noch in der gleichen Nacht, während er noch mit seinem Zug unterwegs war nach Hause, den man absichtlich aufgehalten hat, das Land besetzt hat, in einer Nacht. Da kann man auch ein Bild von der Abwehrkraft der ungarischen Armee sich bilden. Und dann ging es los. Innerhalb ein paar Monaten hat man 500.000 Menschen verschleppt, deportiert, ermordet, ausgeraubt, alles, was sie wollt. Später ist es noch schlimmer geworden, weil da war noch ein halbes Jahr Horthy zumindest quasi auf der Macht, aber nach der deutschen Besatzung war natürlich die Macht bei den Deutschen. Und da kamen regelmäßig neue sogenannte Judengesetze heraus und der Lebensraum von jüdischen Menschen, nicht nur von jüdischen Menschen übrigens, von vielen anderen auch, wurde immer enger geschnürt, also man durfte praktisch nichts mehr. Und so sitzt der junge 20-jährige György Székely zu Hause und fängt an, ein Tagebuch zu schreiben. Und dieses Tagebuch, als eine seiner Töchter erfahren hat, dass ich ein Buch über ihn schreibe, sie hat mir das zugeschickt. Im Buch ist einerseits ein ganzes Kapitel nur diesem Tagebuch gewidmet und das ganze Tagebuch ist abgedruckt als Anhang. Also wir sind 2 Tage nach der deutschen Besatzung, sitzt er zu Hause, er darf nicht mehr hinaus auf die Straße, also da droht sofortige Verhaftung und weiß nicht, was passiert. Und er schreibt, wie schwierig ist es, irgendetwas ernst zu nehmen. Ich weiß, dass Gefahr droht, sogar mehrere Gefahren. Und trotzdem, wie ruhig ich hier kritzle. Manchmal sehe ich schon die Sachen aus der Zukunft als Vergangenheit, auch dieses Tagebuch, dass ich ihm zum Beispiel einige Teile meiner Familie vorlesen werde und so weiter. Oder ich denke manchmal, das wird nur noch Gedenken sein, wenn überhaupt. Das hat er geschrieben, 1 Tag, 2 Tage vor seinem Tod. Und das kann tatsächlich noch so werden. Merkwürdiges. Irreales Gefühl, wie ein Traum und eine Art Doppelheit. Das eine bin ich, meine Gedanken, das andere das durch die Deutschen besetzte Budapest. Manchmal denke ich auch, macht ja nichts, wenn wir sterben, die Deutschen können diesen Krieg nicht gewinnen. Die Russen nähern sich, in ein paar Wochen sind sie in Budapest. Ich kann mich aber über die Niederlage Deutschlands nicht begeistern. Ist nicht meine Angelegenheit. Ja, vielleicht ich würde mich an die Partisanen anschließen, aber das wäre nur eine relative Entscheidung, das kleinere Übel von beiden. Und doch, Ani, mein kleines Töchterchen. Zitat Ende. Wie aufgewühlt diese junge Seele ist, er erlebt intensive Erfahrungen an der Grenze des Bewusstseins.
Zwar kann er den Aufstieg zu und die Rückkehr von dieser Grenze noch nicht bewusst durchführen, aber erste Vorübungen werden ihm durch sein Schicksal aufgedrängt. Das gilt natürlich für viele Menschen, ganz besonders zu diesen Zeiten. Das Einmalige bei kühler Wind ist, dass er später den Mut und die Kraft hatte, die Schwelle bewusst zu übertreten, in deren Nähe er hier schon kommt. Jetzt muss ich ganz kurz noch was sagen. Die Familie Sekai hatte eine Schildkröte namens Helene, die ein paar Tage vor der Besetzung gestorben ist. Und sie haben ihr ein bisschen nachgetrauert. Und hier nimmt der Text Bezug auf ein Gedicht von Catullus Passer, das heißt Sperling. Catullus Geliebte hatte einen Sperling, den sie sehr geliebt hat. Und zu seinem Tod hat Catullus ein Gedicht geschrieben. Und darauf bezieht sich jetzt der junge Georg. Catullus' Gedicht Passer ist kein Hohn. An einem Tier kann man das Wesen des Todes noch besser fühlen als an einem Menschen. Das Ganze ist so wie eine Krankheit. Und ich habe es irgendwie geahnt. Erstens habe ich schon lange vorher prophezeit, dass ich mein 21. Jahr nicht erlebe. Außerdem, wenn es mir gelungen ist, die Welt aus voller Tiefe zu erfühlen, hatte ich das Gefühl, dass es so nicht weitergehen kann. Eine Katastrophe wartet auf uns. Mein Herz tut sehr, sehr weh wegen der Großeltern. Über 70, alles zu verlassen. Heim, Gut, alles. Und dann noch diese Besetzung. Zitat Ende. Grenzerfahrungen, Vorahnungen, immer wieder als starke Erleben und immer wieder das starke Erleben der Liebe zu anderen Menschen wie zu den Großeltern. Wir haben viel über das Leid der Menschen in dieser Zeit gelesen und gehört, auch wie hart es Kinder getroffen hat. Dass es alte Leute auch ganz besonders hart getroffen haben muss, wurde bis jetzt kaum thematisiert. Diese Zeilen lassen es uns erahnen. Den Alten hat man den würdigen Abschied, den würdigen Tod geraubt. Und den Jungen ihre Zukunft. Wieder Zitat aus dem Tagebuch. Denken, denken, als das wäre auch verhindert. Anscheinend geht es ohne Zukunft nicht, denn das ist das, was fehlt. Das ist an sich schon sehr schön und dramatisch, aber es wird besonders schön und dramatisch, wenn man sich überlegt, was alles Georg später über die Zukunft geschrieben hat. Einerseits, dass die Zukunft heute gibt es sowas wie Zukunftsforschung. Aber was macht die Zukunftsforschung? Im Wesentlichen, man sammelt Daten, möglichst sehr viele Daten von der Vergangenheit und man versucht dann in diesen Daten Muster zu erkennen, aus denen projiziert man in die zeitliche Zukunft. Aber das ist keine Zukunft. Zukunft ist nur, wenn sie von Menschen, die des Anfangs fähig sind, völlig neue Impulse gesetzt werden. Nur das ist Zukunft. Die Vergangenheit fortzusetzen und zu extrapolieren, das ist keine Zukunft. Wenn das die Zukunft ist, dann gibt es keine. Und dass dem jungen Menschen in dieser Situation ihre Zukunft geraubt wird, dass er das so klar und deutlich und schmerzhaft erlebt, das ist wiederum sehr wichtig. Das gibt den späteren Überlegungen zur Zukunft vielleicht das Wichtigste, was er dann dazu geschrieben hat in dem Brief De Profundis. Ein Appell auf alle, die das können und wollen, über die letzten zwei Kapitel der Apokalypse des Johannes zu meditieren, wo
eine echte Zukunftsvision der Menschheit vorgezeichnet wird, im Zeichen von siehe, ich mache alles neu. Das ist Zukunft. Alles neu. Das wäre Zukunft. Wenn ich das jetzt schon weiß, dann ist das keine. Ich lese noch ein bisschen weiter aus dem Tagebuch. Ich lege mich hin. Meine Mutter sagte, solange man schläft, ist das die eigene Zeit. Recht hat sie. Wer wach ist, kann sich nur noch aufregen und grübeln. Ade Welt, gute Nacht, gute und schöne Träume. Und sei auch ruhig du, mein Mädchen, schlafe gut. Erfrischende Träume sollen dich auf ihren Flügel tragen und wache zu schönem Morgengruß auf. Zitat Ende. Die Lage wird immer verzweifelter und Widerstand regt sich kaum. Der junge Georg konfrontiert sich in einer inneren Diskussion mit der Freundin von Onni, Agnes Kellner, die übrigens ihn mit der Anthroposophie bekannt gemacht hat, über ein Thema, das in dieser Zeit sehr viele junge Menschen beschäftigt haben muss. Agi, wie war es mit dem Töten eines Menschen? Was denkst du, wie ein deutscher Gestapo-Mensch dazu steht? Oder Hitler? Und ich? Würde ich denn nicht töten? Ich glaube schon, dass ich sehr wohl töten würde, wenn ich mich an den Widerstand anschließen könnte? Ich glaube, ja. Gute Nacht. Zitat Ende. Welch fürchterliche Fragen zwingt diese Zeit auf? Ja, unsere Zeit zwingt uns vielleicht andere, nicht viel weniger fürchterliche und vor allem nicht weniger unentscheidbare Fragen auf. Denken wir nur an die Diskussionen über Abtreibung und Euthanasie. Wütende Menschen kämpfen für ihre Überzeugungen. Kaum jemand ist bereit zuzugeben, dass wir gar nicht wissen, wovon wir reden. Solange wir nicht wissen, aus geistiger Erfahrung, nicht aus Büchern und aus Predigten, wer das Wesen ist, das geboren wird und stirbt. Und wer überhaupt derjenige ist, der lebt, können wir solche Fragen nicht adäquat beantworten. Einander aufgrund von Überzeugungen zu beschimpfen, ist allerdings viel einfacher und scheint sogar ein bestimmtes Vergnügen zu bereiten. Georg wünschte sich in diesen Tagen sehr, es möge einen Widerstand geben, an den er sich anschließen könne. Es gab aber in Ungarn nie einen ernsthaften Widerstand. Er wurde nicht vor das Dilemma gestellt, Waffengewalt gegen andere anzuwenden. Im Gegenteil, er wurde bald ins KZ verschleppt und beinahe ermordet. Rückwirkend könnte man das als Glück betrachten, wenn es nicht irgendwie zynisch klingen würde. Er war um die 80 Jahre alt, als ich mit Achim Noschka zusammen bei ihm war. Es war Sommer und es gab manche Mücken im Zimmer. Achim, der bei den Mücken besonders beliebt zu sein schien, wollte einen Besen nehmen, um sie von der Decke zu holen. Lass das, sagte Georg in einem solch sanften Ton, dass Achim, wenn auch etwas verzweifelt, seinen Plan aufgab. Was für ein riesiger Bogen liegt zwischen den quälenden Fragen des jungen Georg und seinem tiefsten Verständnis und seiner Liebe zu allen Wesen der Schöpfung. Das heißt nicht, dass er das Böse vom Guten nicht mehr unterscheiden konnte. Tun wollte er aber nur noch Gutes. Und immer mehr gehen seine Aufzeichnungen, teilweise persönlich und insbesondere sehr liebevoll gegenüber Anni und den Eltern und anderen, Freunden auch, aber auch Grenzfragen des menschlichen Wesens, des menschlichen Erkennens,
Und ich kann in seinen späteren Werken alle diese Fragen wiedererkennen. Hier hat er noch nicht die Antwort, aber hat schon die Fragen und hat schon unglaublich gute Vorahnungen. Und da schreibt er unter anderem, es gibt viele solche, eines der charakteristischen Symptome der menschlichen Dummheit ist, dass sie aus dem menschlichen Verstand eine Art kleine Maschine macht, die, wenn man sie virtuos bedient, immer in jeder Situation für jedes Problem gleich erfolgreich verwendbar sein soll. Die dualistischen oder pseudomonistischen Weltanschauungen sind hervorragend geeignet für diese Virtuosität. Es ist nämlich jedes Weltbild, dem der metaphysische Kern fehlt, nur Konstruktion, rationaler Bau, das Züchten eines Baums ohne Wurzel. Das Minimum ist allerdings, dass dieses Musikinstrument, das für Virtuosität gebaut wurde, tatsächlich virtuos bedient werden kann. Denken muss man können. Das ist schon unglaublich, ja? Also er erkennt gleichzeitig die Grenzen des Denkens, aber auch die Wichtigkeit des Denkens. Das Denken kann man nicht vorbeischieben. Versuchen Sie das einmal. Denken Sie jetzt nicht. Bitte, die nächste Minute ist Denken verboten. Das geht nicht. Das Denken kann sich selbst nicht abschalten wie eine Waschmaschine. Ich kann damit nicht aufhören, aber das Denken in seiner gegebenen Form kommt an die Wirklichkeit und an die höheren Wahrheiten nicht heran. Dazu habe ich ein sehr schönes Steiner-Zitat irgendwo im Petto. Ja. Das ist aus Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes. Derjenige, der sich noch so furchtbar anstrengt, ein richtiges Urteil zu fällen, der kann nie darauf bauen, dass er durch diese innere Anstrengung zu einem irgendwie maßgeblichen Urteil kommt. Der allein kann hoffen, zu einem richtigen Urteil zu kommen, der alle Sorgfalt darauf verwendet, immer reifend und reifer zu werden, sozusagen die richtigen Urteile zu erwarten von den Offenbarungen, die ihm zuströmen, weil er reif geworden ist. Und etwas später, du sollst gar nicht von deinem Denken erwarten, dass es dir Erkenntnisse des Wahren geben kann und des Wirklichen für, sondern du sollst von deinem Denken zunächst bloß erwarten, dass es dich erzieht. Habt ihr das gekannt? Das ist genial. Ja? Das heißt, ja gut, aber das schreibt der reife Steiner und das schreibt hier der praktisch zum Tode verurteilte junge Kühlerwind. Das Denken kann man nicht umgehen. Denken muss man können. Aber deshalb zu glauben, dass das Denken alle Probleme lösen kann, ist völlig naiv. Aber wo liegt die Lösung? Wo ist die Lösung dieses Rätsels? Weil was habe ich sonst? Etwas anderes habe ich nicht als das Denken. Und Steiner gibt eigentlich die Antwort, du solltest das Denken nicht dazu benutzen, eben zu entscheiden, ob Euthanasie ja oder nein, und wenn du anderer Meinung bist, dann kriegst du eine auf den Kopf, sondern benutze dein Denken dazu, dich selbst reifer zu machen, dass dein Denken sich so umwandelt, eine Art Wahrnehmungsorgan wird, dass du dann wirklich an die Wirklichkeit und an die Wahrheit herankommst. Und das wird hier vom jungen Kühlerwind schon ziemlich genau ausgedrückt. Und das ist schon etwas. Und als Resümee fügt er noch etwas später dazu, nur der Tod blieb den Europäern als einziges, noch nicht abgedroschenes, nicht trivialisiertes Metaphysisches. Der blieb treu. Das gilt bis heute. Vor dem Tod haben die meisten Menschen Respekt. Auch nicht alle, aber das ist doch etwas, wo man
egal in welche Verwicklungen man ist, da bleibt man zumindest kurz stehen. Aber vor dem Leben haben wir diesen Respekt schon lange nicht und noch von vielem anderen. Was heißt das? Nur der Tod blieb den Europäern als einziges, noch nicht abgedroschenes, nicht trivialisiertes Metaphysisches. Der blieb treu. Bis heute füge ich dazu. Das sagt auch etwas. Und er spricht jetzt ganz konkret auch über das Erkennen in diesem Tagebuch. Die Motivation des Erkennens ist das noch Unbekannte. Das Erkennen von allem bedeutet das Ende des Erkennens als Tätigkeit und gleichzeitig den Tod. Da aber das Erkennen als Erfüllung identisch mit dem Leben als Zustand ist, ist das vollkommene Erkennen gleichzeitig sowohl Leben als auch Tod. Also alles, was ursprünglich ist, schwebt auf einer dünnen Membran zwischen Helligkeit und Dunkelheit. Zitat Ende. Diese Überlegung zeugt von einer Weisheit, die ihresgleichen sucht. Wenn wir das Erkennen als eine statische Sammlung von Tatsachen betrachten, dann wäre vollkommenes Erkennen der Tod. Es kann ja nichts mehr kommen. Wenn es aber als lebendige Tätigkeit des Geistes, wenn wir es nicht nur als solches auffassen, sondern auch tatsächlich erleben, verlassen wir Raum und Zeit, treten in die ewige Gegenwart, in das wahre Leben ein. Später wird er diese Gedanken sehr ausführlich, auf absolut einzigartige Weise ausführen und auch für andere zugänglich machen. Mit 20 Jahren in der Nähe des Todes erahnt er tiefste Geheimnisse des Menschenseins. Es drängt sich die Frage auf, war dieses schwere Schicksal eine Art Voraussetzung für seinen späteren Höhenflug in die geistige Welten? Ich wäre mit einer solchen Aussage sehr vorsichtig. Viele Menschen haben ein sehr schweres Schicksal und in diesen Zeiten hatten ganz besonders viele. Aber was man mit seinem Schicksal dann anfängt, das liegt in der Hand des freien Individuums. Viele junge Menschen haben, sagen wir, metaphysische Grenzerlebnisse, insbesondere in schwierigen Zeiten. Es gibt aber sehr wenige, die den Mut und den Willen haben, die erahnte Schwelle tatsächlich zu überschreiten und mit lichter, vollbewusster Aufmerksamkeit in die geistige Welt einzutreten. So konsequent und klar wie Georg Kühlewind, wohl nur sehr wenige. Ob er dazu auch ohne diese schwierigen Jahre fähig gewesen wäre, auf solche Fragen gibt es keine Antwort. Was kümmert dich das, hätte er vermutlich streng auf diese Frage geantwortet. Und damit höre ich jetzt mit den Zitaten aus dem Tagebuch auf. Ich möchte noch ein paar kurze Stellen aus dem Buch vorlesen. Doch etwas zum Übungsweg sagen und was nachher kam. Also er wurde nach Buchenwald und dann noch in ein anderes Lager auch deportiert. Zum Glück mit seinem Vater zusammen, den er übrigens den gütigsten Menschen, den ich je kannte, gekennzeichnet habe. Ich habe nachgedacht, es ist gar nicht selbstverständlich, dass man im KZ jetzt unbedingt so nahe einander kommt und nicht irgendwie gegen einander sich wendet. Und sie haben einander offensichtlich sehr gut gestärkt, auch in dem Sinne, dass nach der Befreiung durch die Amerikaner sind noch viele gestorben, teilweise durch Typhus und teilweise, weil sie dann unkontrolliert angefangen haben zu essen. Was Georg nicht getan hat, weil sein Vater ihn davon zurückgehalten hat. Er war Arzt. Übrigens, sein Vater war ein Kinderarzt,
aber ein ganz besonderer, nicht nur so ein sehr guter, gütiger Mensch war, aber er war ein Kinderarzt, der oft ist ins Kinderzimmer getreten und wusste schon, was der kleine Patient hat. Hat natürlich dann noch gründlich untersucht und alles, also das schon überprüft, aber diese Vorahnungen vom Vater waren üblicherweise richtig. Und das ist deshalb interessant, weil das war eine Art Fähigkeit, die später Kühlerwind unglaublich wichtig war und ausführlich ausgearbeitet hat und erkennendes Fühlen genannt hat. Unser Alltagsfühlen ist fast ausschließlich egoistisch. Man glaubt, dass wir am meisten mechanisch im Denken sind, aber das stimmt nicht. Wir sind viel mechanischer in unserem Fühlen, bis auf wenige Ausnahmen. Diese Ausnahmen gibt es, aber normalerweise wie auf Knopfdruck. Wenn es nicht so wäre, gäbe es keine Werbung, zum Beispiel. Die Werbung legt davon, man weiß, auf welcher Knopf man drücken muss, dass die Menschen dies und das fühlen. Und auch die ganze Kitschindustrie und Unterhaltungsindustrie weiß das sehr genau. Und das ist sozusagen, wenn jemand daran zweifeln würde, ein Beweis dafür, dass das durchschnittliche, egoistische, eingeschlossene Gefühlsleben des heutigen Erwachsenen, nicht bei kleinen Kindern, des Erwachsenen, ist fast wie ein Automat. Völlig automatisiert reagieren wir auf viele Sachen. Man kann schon wissen, worüber ich beleidigt sein werde, worüber ich mich aufrege, worüber ich mich traurig bin und so weiter. Und das heißt, ich erkenne damit nichts. Es ist, meine Gefühle geben nur Auskunft über meinen eigenen Seelenzustand. Aber ein Arzt, der den Zustand eines Patienten erfüllen kann, das ist eine ganz andere Art des Fühlens. Das war nicht nur bei, heute können das nur noch kleine Kinder, die archaischen Völker konnten das alle. Alle die unglaublichen technischen, medizinischen, künstlerischen Leistungen der alten Völker sind anders gar nicht zu verstehen, als dass sie zum Beispiel die richtigen Proportionen gefühlt haben. Und deshalb sind ihre Tempel nicht eingestürzt. Und sie haben gefühlt, was der Kranke hat und welche Heilkraut dazu nützlich wäre. Das stand nirgendwo in Büchern. Das hat man erfüllt. Diese Fähigkeiten sind sehr weitgehend verloren gegangen, nicht ohne Gewinn. Was wir damit gewonnen haben, dass diese Fähigkeiten weggegangen sind, das ist die Reife in dem Sinne, dass heute jeder halbwegs normale Erwachsene zumindest prinzipiell frei sein könnte. Wenn er das nicht ist, wenn wir unsere Freiheit nicht praktizieren, dann werden diese Fähigkeiten der Freiheit Gegenkräfte und sie vergiften dann die Seele. Und aus dem entstehen dann auch die seelischen Formationen, die dann die Psychologie beschäftigen und die heute jeder Mensch hat. Wobei, Georg hatte über Bartok gesagt, Bartok war der einzige Mensch, den ich gekannt habe, der hatte keine. Bartok war ein dermaßen kreativer Mensch. In seiner Seele gab es keinen Platz für Krankheiten, für seelische Krankheiten, also für körperliche schon. Und ich möchte jetzt ein bisschen darüber reden, was nachher passiert. Nach vielen Abenteuern kam er zurück nach Budapest, zu Fuß natürlich, es gab nichts. Unterwegs hat er sich mit einem deutschen Medizinstudent befreundet, der aus der Tschechoslowakei geflüchtet ist und der ihm ein Steiner-Buch vermittelt hat, die Grundlinien. Die haben den jungen Kühlerwind nicht besonders beeindruckt. Er war schon früher bei einem Vortrag von Dr. Maria Neut, die überhaupt die Anthroposophie nach Budapest brachte, noch vor dem Krieg. Den Vortrag hat er sehr gut gefunden und dachte, gut, das kenne ich von Kereni alles, eigentlich eine bessere Form. Kereni war natürlich ein fantastisches Kaliber, was einzigartig war. Aber dann, als er zurückkam, dann diese Freundin von
Ja, sackierte ihn weiter, du musst Steiner lesen, die Dinge, die du erzählst, das ist genau das, was der Steiner auch sagt. Und er hat es irgendwann im Interview gesagt. Sie ging mir schon dermaßen auf die Nerven, dass ich ihr gesagt, na gut, Herr, gib mir ein anderes Buch. Und dann hat er Wahrheit und Wissenschaft bekommen. Und dann hat er gesagt, hallo, da ist was. Das ist Nahrung für mich. Und dann ist er darauf gestürzt und hat angefangen, 10 Jahre lang unglaublich intensiv Steiner zu lesen. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der nur annähernd so gut Steiner gekannt hätte wie Kühlerwind. Was nicht heißt, dass er ständig ihn zitiert hat, weil er ist seinen eigenen Weg gegangen, aber er hat Steiner unglaublich gut gekannt, hat dann den Untergrundsitzungen des anthroposophischen Zweiges in Budapest teilgenommen, weil inzwischen war in Ungarn Kommunismus, also Anthroposophie war höchst unerwünscht bis verboten. Es war nie so klar, also eigentlich das war eine der ganz schlimmen Eigenschaften in der ungarischen Variante des Kommunismus. In DDR wusste man, ja, wenn du irgendwas tust, kriegst du auf die... Also, aber in Ungarn war es nie so ganz genau klar, was ist jetzt noch erlaubt, was ist nicht genau erlaubt. Das kann man als auch Erleichterung, aber manchmal auch als eine Erschwerung erleben. Jedenfalls, die haben sich getroffen und haben sich nicht gekümmert mit den Gefahren, Georg schon gar nicht, nebenbei bemerkt, er war der einzige Mensch, den ich kannte, der war wirklich ohne Angst. Das glaubt man nicht, dass es sowas gibt. Ich hätte es auch nicht geglaubt. Er war ohne Angst. Und das ist, weil er frei war. Also wenn jemand die geistige Freiheit erwirbt, verliert er die Angst. Punkt. Dazu gibt es auch Geschichten, aber dazu habe ich heute, befürchte ich, keine Zeit mehr. Weil, was ich jetzt sagen will, nach 10 Jahren sehr intensiver Beschäftigung durch Lesen und durch Teilnahmen an Sitzungen, nach einer Anekdote muss ich erzählen, weil das durfte ich im Buch nicht schreiben, sowas schreibt man nicht. Es gibt Dinge, die man sagen kann, aber nicht schreiben kann. Einmal bei einer Sitzung, da lebte noch die Frau Nagy, die Tante Maria, und hat der junge Anni und Georg gesagt, es kommt jetzt ein sehr esoterisches Thema, ihr zwei sind noch viel zu jung dazu, ihr müsst hinaus. Und der Georg hat sich sehr aufgeregt, weil nämlich die Katze war auch im Zimmer und hat gesagt, wieso ist die Katze so viel fortgeschrittener als ich, dass sie bleiben darf und ich nicht. Das charakterisiert den jungen Kühlerwind sehr gut. Also, gut. Und nach 10 Jahren hat er sich langsam zugeben müssen, es ist doch nichts für mich. Ich komme nicht weiter. Wir machen gemeinsam Übungen im Zweig. Was geschieht in mir? Nichts. Ich habe jetzt schon unzählige Bücher von Steiner gelesen, habe sehr viel davon gelernt. Was hat das mir genützt? Oder wie weit hat das mich als Person, als Individuum weitergebracht? Nicht. Nicht, nicht, nicht. Ade. Und wollte sich verschüssen. Und dann hat er einen Traum. Was genau in diesem Traum er erlebt hat, das hat er nie erzählt. Zumindest ich weiß nicht, vielleicht seine Frau wusste das. Aber ich weiß, was das Ergebnis war und auch ein Teil, was dort erlebt wurde. Es war ein Traum, die wichtig war. Es gibt nicht alle, es gibt viele Träume, die eher nur so wirrwarr sind. Aber es gibt dann Träume, Thomas Mann nennt diese die Deute-mich-Träume. Wo du spürst, du weißt nicht, was es bedeutet, aber du weißt, dass es bedeutungsvoll ist. Und das war so ein Deute-mich-Traum. Und da ist ihm auch irgendwie erschienen, dass mit der Philosophie der Freiheit, da ist was du nicht verstehst. Und zwar was, das konnte er auch ganz genau sagen, dieser Widerspruch, dass in der ersten Hälfte erklärt Steiner, immer wieder, das Denken kann sich nicht beobachten. Warum, das wissen Sie wahrscheinlich alle. Weil wenn ich jetzt versuche, mein Denken zu beobachten, komme ich immer zu spät, weil ich habe schon gedacht. Mit anderen Worten, ich kenne die Gegenwart meines Denkens nicht, nur die Vergangenheit, wenn der Prozess des Denkens schon in eine Gedankenform gestorben ist und geronnen ist und erfroren ist.
Aber in der zweiten Hälfte des gleichen Buches dann plötzlich kann das Denken sich doch beobachten. Jetzt ist der Steiner so ein schlechter Autor, unwahrscheinlich. Was will er damit sagen? Und dann plötzlich hat er das verstanden. Es geht nicht um die Inhalte, die sind sekundär. Es geht um die Art des Erkennens, was ausschlaggebend ist. Esoterisch bin ich nicht dadurch, dass ich mich mit esoterischen Themen beschäftige. Wenn ich mich mit esoterischen Themen beschäftige, mit dem Alltagsbewusstsein, dann ziehe ich diese esoterischen Themen herunter auf die Ebene des Alltagsbewusstseins und eigentlich verunreinige ich sie. Esoterisch bin ich, wenn ich imstande bin, so reif zu werden, wie Steiner sagt, so hinaufzusteigen, dass ich dort sie erleben kann, wo sie noch nicht in Form geronnen sind, wo sie noch lebendig sind. Das heißt, wenn ich auf der ersten Ebene zunächst lerne, den Prozess des Denkens in seiner Gegenwart, in Lebendigkeit zu erfahren. Das ist nicht gegeben. Das kann man so einfach nicht. Steiner war so ein Mensch, der diese Begabung schon sehr früh hatte. Dass er das offensichtlich schon in der Jugend konnte. Kühlerwind nicht. Und das ist, warum er mir zum Beispiel so wahnsinnig viel hilft und hilft allen Menschen, die diese Fähigkeit nicht a priori haben, weil er deshalb die Schwierigkeiten auch kannte, die der Mensch des heutigen Alltagsbewusstseins hat. Weil was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich jede Vorstellung, jeder Gedanke loswerden kann. Und das kann ich zunächst nicht. Wenn ich mich hinsetze und die Augen zumache und versuche innerlich still zu werden, dann, wenn ich gesund wäre, würde ich die Stimme der Götter oder des Heiligen Geistes hören. In der Wirklichkeit fällt mir ein, was mir gestern der Chef gesagt hat und die Schaffnerin hat mich beleidigt und überhaupt, außerdem der Schuh drückt und es ist ziemlich kalt heute und so weiter und so weiter. Dieses Blabla kennen Sie alle, das führen wir alle ständig mit uns. Und so geht es nicht. Und so kam jetzt plötzlich auf die Idee, die Anthroposophen in Budapest, sie haben zum Beispiel Gegenstandsübungen machen so, dass sie einen Bleistift etwa vor sich gestellt haben, das heißt geschaut und dabei nichts erlebt. Und sie haben es nicht zugegeben, dass sie nichts dabei erleben. Das ist schon sehr wichtig zu bemerken. Ich habe einige Leute gut gekannt von diesem Kreis. Das waren erstklassige Menschen. Das ist jetzt keine Kritik, aber das zeigt nur, wie schwierig diese Angelegenheit ist. Das waren ganz feine, gebildete, zum Teil auch hochbegabte Menschen, aber sie haben die Übung gemacht und dabei nichts erlebt und das nicht gesagt. Und Kühlerwind hat sich das zugegeben. Ich erlebe dabei nichts. Und jetzt plötzlich hat er kapiert, warum? Weil bei einem menschengemachten Gegenstand geht es nicht um die äußere Erscheinung. Ein Bleistift kann 100.000 an verschiedene Art ausschauen und es trotzdem stammt aus der gleichen Idee des Bleistifts. Also was ich suche, dass ich die Idee, die schöpferische Idee des Bleistifts, und jetzt kommt das Spannende, aber die muss ich schon haben. Weil wenn ich unterschiedlichste Bleistifte, Kaffeetassen, was auch immer, menschengemachte, einfachen Gegenstände als solche erkennen kann, das heißt, ich habe die Idee, aber ich erkenne sie immer in einer konkreten Gestaltung. Diesen Bleistift sehe ich, aber kannst du Bleistift an sich sehen? Kann ich nicht. Doch, kannst du. Das ist die Konzentration, also die was Steiner die Beschauung der Idee nennt, das bedeutet, dass ich in der Konzentrationsübung, in der Gegenstandskonzentrationsübung, ausgehend aus ganz gewöhnlichen Vorstellungen und Gedankengänge über den Gegenstand, so weit komme, dass ich immer weniger Bewegung in den Bildern brauche, immer weniger Begleittext, es wird immer konzentrierter und plötzlich leuchtet die reine Idee auf. Die Idee, die der Erfinder haben musste, in dem Augenblick, wo er das erfunden hat. Weil da hat er noch keine Vorstellung haben können, weil das Gegenstand ist noch nicht erfunden. Ist das verständlich? Der Erfinder des Bleistifts hat keinen Bleistift gesehen vorher. Und wenn ich nur der Erfinder, wenn er diese Idee hat,
freut sich und geht sofort weiter in die Verwirklichung. Der Geistesschüler aber nicht. Es geht in der Geistesschule nicht darum, dass ich jetzt Bleistiftproduzent werde, sondern es geht darum, wenn diese Idee einmal aufgeblitzt ist, könnte ich nicht in dieser Erfahrung ein bisschen länger bleiben. Und wenn das geschieht, dann, das ist das, was Steiner dann das geistige Grunderlebnis nennt. Jetzt erlebe ich meinen eigenen Geist in der reinen geistigen Tätigkeit und ich weiß auch, dass ich das bin. Das wird dann oft so ausgedrückt, ich bin der Bleistift. Aber das ist natürlich erst eine nachträgliche Beschreibung dieser Erfahrung. Und diese Erfahrung ist jetzt in der Gegenwärtigkeit, in der Lebendigkeit und die führt dann weiter. Ohne diese Konzentriertheit, und das ist schwierig zu erreichen, das kann Wochen, Monate, Jahre und Jahrzehnte dauern, je nach Individualität. Deshalb geben das viele auf. Aber diejenigen, die das nicht aufgeben, die können diese Erfahrung machen. Wenn man diese Erfahrung gemacht hat, und das hat Kühlerwin dann sehr bald sofort seine Aktivität auf das andere Gebiet ausgeweitet, dann kann man das in der Wahrnehmung jetzt auch. Weil ich kenne die schöpferische Idee von Bleistift und Kaffeetasse, aber ich kenne natürlich nicht die schöpferische Idee von Mücken und Elefanten. Also von der Natur haben wir nur äußerliche, inadäquate Begriffe. Eine Rose ist, die ausschaut wie eine Rose. Ich weiß nicht, wozu die Rose da ist. Bei dem Bleistift weiß ich das. Die Funktion des Bleistifts ist ihre Idee. Bei der Rose null Ahnung. Deshalb muss man in Bezug auf die Natur ganz anders vorgehen. Hier muss man sehr wohl aus der Einzelheit der Wahrnehmungserfahrung ausgehen. Und wenn ich dort schon die in der Gedankenkonzentration erlernte Konzentriertheit habe und die anwende, dann ändert sich jetzt die Wahrnehmung auch. Weil ich schaffe jetzt, wenn es gut geht, dass wenn ich eine Rose anschaue, dann ich kann diesen Gedanken, das ist eine Rose, zurücknehmen. Und ich sehe an und ich weiß nicht, was ich sehe. Und wenn ich nicht weiß, also wenn die schon vorher bekannten Begrifflichkeiten nicht mehr brauche, das kann man normalerweise nicht. Dazu muss man schon sehr konzentriert sein. Aber wenn ich schon sehr konzentriert bin, wenn ich vorher schon geübt habe, dann kann ich jetzt mich sozusagen in jeder Wahrnehmung überraschen lassen. Und was geschieht jetzt? Und das ist sehr interessant. Jedes Wahrnehmungsphänomen, egal ob ein Blatt oder ein Berg oder eine Wolke oder ein Ton, was auch immer, fängt an, mir zu sprechen, aber ich würde sagen, in eine Art Gefühlssprache. Aber eigentlich, da wird man auch gewahr, ja gut, aber die Idee des Bleistifts, das ist auch schon Gefühlssprache. Weil was ist denn das, die Idee des Bleistifts? Ist noch keine Vorstellung, ist noch kein Gedanke, eigentlich ein Gefühl. Also so etwas, womit man das machen kann, was man halt mit einem Bleistift machen kann, das fühlt der Erfinder, bevor das konkrete Gestalt annimmt. Und so lernt jetzt der Geistesschüler auch in der Naturwahrnehmung fühlend zu erkennen. Also das erkennende Fühlen fängt jetzt sowohl in der Denken als auch im Wahrnehmen parallel zu arbeiten und einander zu stärken. Es wandelt sich das Gedankenleben, das Wahrnehmungsleben und das Gefühlsleben gleichzeitig um. Und damit fängt an, sich der Mensch zu verändern. Und wenn das nicht eintritt, dann bin ich noch nicht auf dem Übungsweg. Ein Übungsweg, auf dem ich mich nicht verändere, ist keine. Das ist der Sinn des Übungswegs, dass ich mich ändere. Das ist nicht billig, das ist nicht einfach und das braucht auch einen unglaublich hohen moralischen Anspruch. Und damit gehe ich jetzt weiter. Gut. Also, ich mache einen großen Sprung in meinem Buch und jetzt zitiere ziemlich schon von der
letzten, also spätere Kapitel. Wir haben schon der Beschreibung der Meditation gesehen, dass sie im Wesentlichen aus zwei Phasen besteht. Aus der des Strebens und der des Loslassens. Wer nicht strebt, sich nicht bemüht, kommt nicht voran und hat auch nichts loszulassen. Wer aber nicht irgendwann zu dieser entscheidenden inneren Geste gelangen kann, alles loszulassen, der bleibt an der Schwelle der geistigen Welt haften und kommt nicht hinüber. Ich möchte noch dazu etwas dazufügen. Anderswo, in einem sehr späten, in einem handgeschriebenen Heft für sich selbst, hat Kühlerwind folgenden genialen Satz geschrieben. Jeder Weg, also gemeint ist natürlich innerer Weg oder Schulungsweg, jeder Weg hat zwei Phasen, die des Strebens und die des Loslassens. Die Phase des Strebens ist unterschiedlich, je nach Tradition und Individualität. Aber die Phase des Loslassens ist überall das Gleiche. Und das ist auch deshalb wichtig, weil das erklärt dann auch, warum er später plötzlich für alles offen war. Er hat sich extrem intensiv mit der Bibel, insbesondere mit dem Johannesevangelium, beschäftigt. In gewisser Hinsicht ist ein Höhepunkt seiner ganzen Werke sein drittes Buch, das Gewahrwerden des Logos, wo er den Logos als den zentralen Aspekt des menschlichen Daseins erkannt hat. Und auch, dass dieses Geheimnis die Eingeweihten schon immer wussten, und man hat immer davon geredet, aber die Menschen haben das nicht bemerkt. Der Mensch ist ein Logoswesen. Der Mensch spricht und die Welt spricht. Das ist eine Meditation von Kühlerwind. Die Welt spricht oder die Welt ist Licht. Jetzt sagt man, wieso die Welt spricht gar nicht? Ja, weil wir sie so sehen. Weil wir glauben, die Naturwissenschaft ist natürlich fest überzeugt, die Natur ist stumm. Aber ich bin überzeugt, nein, ich bin taub. Und ich deshalb verstehe nicht, aber ich müsste nicht taub sein. Also ich könnte lernen, die Sprache der Natur zu verstehen, die Welt spricht. Und er war dann plötzlich, hat da dieses loslassende Teil, egal aus welcher Seite man kommt, immer das Gleiche ist. Deshalb plötzlich hat er zum Beispiel in den Zen-Buddhismus bei den großen Meistern, insbesondere bei Bodhidharma, aber auch noch bei anderen, die wissen das auch alle. Die reden alle, also diese Großen, die reden alle von. Auch bei den Sufis gibt es solche auch. Und natürlich die christlichen Esoteriker, sehr viele wissen das. Sehr viele auch nicht. Aber die das wissen, also die diese Phase des Loslassens erleben können, die wissen, wovon sie reden. Die das nicht wissen, nicht kennen, die streiten. Ja, dann streitet man. Ich bin der richtige Gläubige. Mein Glaube ist richtig, deiner ist falsch. Das ist ein sicheres Zeichen, dass ich nicht weiß, wovon ich rede. Und ich habe es im Buch so formuliert, dass Kühlerwind hat die Geistigkeit in jeder Form erkannt, weil er sie in ihrer ursprünglichen Form, nämlich in der Formlosigkeit, kannte. Das sage ich auch deshalb, weil auch unter den Anthroposophen gibt es eine heftige Diskussion. Ist das wahre Anthroposophie? Menschen, hören wir damit auf. Das ist eine schreckliche Frage. Wahre Anthroposophie ist wurscht. Spricht jemand aus dem Geist oder nicht? Das ist eine berechtigte Frage. Und wenn ja, ob er durch die anthroposophische Tür, ob die christliche Tür oder was auch immer, selbst erfundene Tür hereingekommen ist, was soll mich das kümmern? Das ist völlig wurscht. Insofern natürlich nicht ganz, diese erste Phase, nicht ganz egal, welchen Weg ich wähle, weil ich sollte möglichst einen solchen wählen, der mir passt. Also wenn ich jetzt als moderner Europäer fernöstliche Wege wähle und daran dann sehr große Schwierigkeiten habe, das liegt meistens nicht auf dem Weg, sondern daran, dass dieser Weg mir nicht so gut passt
Und das sollte man sich irgendwann zugeben. Ich lese weiter. Die Haltung des Loslassens hat Kulewin später in folgender Meditation zusammengefasst: Ich will nichts. Die gleiche Haltung drückt sich auch im großen Gebet des Herrn, im Vater unser aus: Dein Wille geschehen. Welch ein Widerspruch. Ich will, dass dein Wille geschehe. Ist das möglich? Mit dem üblichen, bekannten Willen eben nicht. Dazu muss sich der Wille umkehren. Er muss jedes Ziel, jede Intention fallen lassen, dabei aber nicht verschwinden, sondern als eine voll konzentrierte, kraftvolle und offene Haltung erscheinen. Ich will, aber ich will nichts. Nichts, was schon da wäre, wovon ich schon eine Vorstellung hätte. Ich will deinen Willen empfangen und weitergeben. Das ist die richtige Haltung des Gebets und auch die der reinen Wahrnehmung. Das ist der magische Punkt, in dem der Meditierende über die Schwelle tritt, oder genauer ausgedrückt, die geistigen Wesen oder zumindest ihre unsichtbaren Äußerungen in sein Bewusstsein hereinlässt. Thomas von Aquin nennt das der Punkt der Adäquatio, wo die menschliche und die göttliche Intelligenz sich begegnen. Das ist die Stelle der Adäquatio. Und die kann höher liegen und auch kann auch tiefer liegen. Und der vollkommene Mensch, was Thomas angestrebt hat, ist derjenige, der ziemlich hoch diese Adäquation hat. Wir haben das heute ganz niedrig auf der Ebene des Alltagsbewusstseins, wo wir fast alles missverstehen, was wesentlich ist. Also das ist der magische Punkt, in dem der Meditierende über die Schwelle tritt. Dies kann nur in der absoluten Reinheit geschehen. Der Herr tritt nur in eine reine Kirche ein. Darum vertreibt er die Taubenhändler aus der Kirche. Sie tun ja nichts Böses, führt Meister Eckhart in seiner ersten deutschen Predigt aus. Sie verkaufen ja nur die Tauben für den Kultus. Nichts Schlimmes. Aber mit Gott kann man nicht markten, sagt Meister Eckhart. Alles muss weg, nicht nur das Schlechte, sondern auch das vermeintlich Gute. Alles außer der reinen, offenen Kraft des empfangenen, jungfräulichen Willens des Ich. Kulewin beschreibt das in Die Wahrheit tun, das ist ein zweites Buch, mit der folgenden Meditationsreihe: Dies ist die Reinheit, die nicht anzustreben ist. Dies ist die Reinheit, die man nicht anstreben kann. Dies ist die Reinheit, die man sich nicht vorstellen kann. Die Reinheit kann nur aus der Konzentriertheit kommen, aus der Konzentriertheit des Lichtes, in dem keine Finsternis ist, aus der Aufrichtigkeit. Wer auch das noch anstrebt, hat nicht verstanden. Diese Aufrichtigkeit hat einen doppelten Sinn. Aufrichtigkeit im Sinne von Ehrlichkeit. Ein sehr schwacher Punkt von uns allen. Das ist eine kompromisslose Ehrlichkeit mit mir selbst. Dass ich mich nicht belüge, dass ich mir nicht einbilde, irgendwelche Erfahrungen zu haben, die ich gerne hätte, was heute sehr viele esoterische Bewegungen hindert, dass die Menschen sich liebend gern Dinge einreden, die sie aber nicht erfahren haben und deshalb eigentlich viel größeres Hindernis wird als alles andere. Aber Aufrichtigkeit auch im Sinne eines sich aufrichten, wie das kleine Kind aufrichtet, und das weiß ich auch erst von Kulewin, das ist nicht biologisch bedingt, das ist eine
ein Akt des Sprechens. Diese Wolfskinder à la Mowgli, die haben sich nicht aufgerichtet. Dass ein Kind sich aufrichtet, das ist schon ein Sprechakt. Damit meldet sich das Kind sozusagen in der menschlichen Gemeinschaft an. Ich will auch teilnehmen. Und in einem anderen Buch über Weihnachten sprach Kühlerwind über die dritte Geburt des Menschen. Also der Mensch hat drei Geburten. Die physische Geburt, die seelische Geburt, sagen wir durch die Erlernen der Sprache und Schule, und die geistige Geburt, die erst vor uns steht. Wir müssen uns noch einmal aufrichten als geistiges Wesen. Da sind wir noch nicht aufgerichtet. Ich weiß, dass die Zeit schon kurz ist und ich weiß, dass ich immer viel mehr plane, als es geht. Deshalb möchte ich aber trotzdem noch zwei Zitate vorlesen aus dem Buch Diener des Logos, was auch der Untertitel meines Buches ist. Und da schreibt Kühlerwind folgende unglaublich anspruchsvolle, also moralisch anspruchsvolle Sachen. Die Diener des Logos, die ihn von Anfang an gesehen haben und ich ihn heute noch sehen, und für ihn leben, haben in dieser Welt nichts zu erwarten. Weder Erfolg, noch Anerkennung, noch irgendeinen Lohn. Es darf in ihnen nicht das Gefühl der Auserwähltheit entstehen, denn niemand außer ihnen selbst hat sie auserwählt. Auch nicht eine Vorstellung von Heldentum, denn es ist keines, nur Dienst. Es ist Gesetz, das als stärkere zukunftbauende Kraft wirkt, was in der Vergangenheitswelt nicht gelingt. Dazu führt er früher das Leben Christi vor, die natürlich von außen betrachtet ein absolutes Misserfolg ist. Und das hat er gewusst. Das hat er von Anfang an gewusst, dass sein irdischer Weg äußerlich betrachtet zum Tod führt. Ja? Daher wartet auf die Diener des Logos nichts Gutes, in Anführungszeichen, keine Erwiderung, keine Belohnung, nur Feindseligkeit, Verfolgung, Schwierigkeiten. Alles Gute, das seine Befriedigung bewirkte, würde das wirkliche Ergebnis vermindern. Das Erlernen der ergebnislosen, sinnlosen Taten, das in jeder geistigen Schulung gelehrt wird, bekommt hier seinen wahren Sinn. Es gibt auch keinen jenseitigen Lohn. Wer hier an glauben kann, mit aktivem schöpferischen Glauben, wie an die Auferstehung, hat nichts anderes mehr notwendig. Wie die Urchristen das sicher noch konnten. Auch die Geisteswissenschaft kann sich, wenn sie bleiben will, als was sie ursprünglich gemeint war, nicht anders verbreiten, mutatis mutandis, also mit den entsprechenden Abänderungen, als einst das Christentum, denn sie ist nichts anderes. Für die Diener des Logos gibt es keine Triebfeder, keinen Beweggrund, keinen Lohn oder sonst Gutes. Der einzige Antrieb ist, dass ich es will. Zitat Ende. Wenn wir in der Vertiefung die Begriffe Herrscher und Diener einander gegenüberstellen, das haben wir in einiger Gruppe tatsächlich getan, wird uns bald klar, dienen kann nur jemand, der auch herrschen kann. Wer seine geistige Freiheit vollständig verwirklicht und dadurch in seinem eigenen Bewusstsein herrschen kann, der kann erst richtig dienen. Wer zum Dienst gezwungen wird, ist nicht Diener, sondern Sklave. Die Diener des Logos dienen aus Freiheit und Liebe. Rudolf Steiner charakterisiert in seinen Leitsätzen den Erzengel Michael mit folgenden Worten.
Michael ist in allem Ernst. Denn Ernst als Offenbarung eines Wesens ist der Spiegel des Kosmos aus diesem Wesen. Lächeln ist der Ausdruck dessen, was von einem Wesen ausgehend in die Welt hineinstrahlt. Beim Lesen dieser Sätze hat mich ein starkes Gefühl ergriffen, ich kenne doch diesen Blick. Diesen Blick des tiefsten Ernstes, in dem trotzdem fast immer ein kaum sichtbares Lächeln wahrzunehmen ist. Dieser Blick des heiteren Ernstes war der Blick des alten Georg Kühlewind. Er wurde durch seinen Weg ein wahrer Diener des Logos. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich möchte noch nicht Schluss machen, sondern noch aus dem Anhang, aus dem ersten, also aus der Grabrede von Erwin Fenyő in Budapest zwei Stellen zitieren. Also Georg ist 15. Januar 2006 gestorben und Erwin, ein altes Mitglied unseres Übungskreises in Budapest, wurde gebeten, eine Rede zu halten. Und ich zitiere ganz vom Anfang und ganz vom Ende dieser Rede. Am Anfang hat er eine Geschichte aus den Erzählungen der Chassidim von Martin Buber vorgelesen, über Baal Shem. Der Baal Shem, der war der Gründer, also der war ein Rabbi, und der hat diese ganze hassidische Bewegung begründet. Heute ist diese Bewegung nicht unbedingt im besten Zustand, aber als sie entstanden ist und dann noch eine Weile, war sie eine unglaublich spirituelle Bewegung. Sie würden sich darüber wahrscheinlich nicht freuen, aber vielleicht darf ich trotzdem sagen, unglaublich christlich. Sie waren natürlich, sie waren Juden und sie haben sich nicht christlich aufgefasst, aber wenn man etwas vom Wesen des Christentums erahnt, dann standen sie sicher viel näher dem Christentum, als manche Kirchen das tun. Also, die Geschichte geht folgendermaßen. Der Baal Shem berief ein Samael, den Herr der Dämonen, um eines notwendigen Dinges willen. Der heischte ihn an. Wie wagst du es, mich zu berufen? Dreimal bisher nur ist mir's geschehen, in der Stunde am Baum, in der Stunde am Kalb, in der Stunde der Zerstörung des Heiligtums. Der Baal Shem hieß die Schüler die Stirnen entblößen. Da sah Samael auf jeder Stirn das Zeichen des Bildes, in dem Gott den Menschen schafft. Er tat, was von ihm verlangt war. Ehe er aber ging, sprach er: Söhne des lebendigen Gottes, erlaubt mir noch eine Weile dazustehen und eure Stirne zu betrachten. Und am Ende dieser Grabrede geht es so: Jetzt seid ihr daran, hieß es am 2. Januar 2006, also zwei Wochen vor seinem Tod. Nebenbei, ohne besondere Absicht. Oder wer weiß, der Körper ermüdete, der Geist nicht, erleuchtete, strahlte durch seine Augen. Lassen Sie mich kurz das unterbrechen. Ich möchte das meinerseits auch bestätigen. Da war ich nicht mehr in Budapest, aber ein, zwei Wochen früher noch und habe Georg ein paar Wochen vor seinem Tod getroffen und das war unglaublich. Er war sehr abgemagert, hatte offensichtlich große Schmerzen,
Darüber hat er kein einziges Wort verloren. Also das ist, wie geht es? Das war nicht seine Sache. Und eine so intensive Anwesenheit, dass er hätte nichts sagen müssen. Wir haben zwar geübt und alles, aber das war eigentlich nebensächlich. Man trat ins Zimmer und alles war in Ordnung. Es war eine solche Intensität, die ich vorher nicht kannte. Also, es war still geworden. Dann hieß das Meditationsthema Rose ohne Stachel. Eine Woche später, ich komme aus dem Licht, ich gehe in das Licht. Licht leuchtet immer. Was es bis jetzt gab, war Vorschuss. Was jetzt kommt, hängt von uns ab. Jetzt entscheidet sich das Schicksal dieser geistigen Schule. Wer meint, es ist schon entschieden, oder wer meint, diese sind unfähig, der rechnet nicht mit dem unwahrscheinlichen Wunder des Menschen. Wofür Samael, wie gebannt das Zeichen des Menschen auf den Stirnen der Schüler betrachtet. Jemand hat diesem Zeichen Bedeutung gegeben. Er wusste, er ist Ebenbild. Damit möchte ich jetzt tatsächlich schließen. Ich stehe Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.